Stadtfotografie in Köln. Genau darum geht es in diesem Video. Ich zeige euch einige meiner absoluten Lieblingsspots und hoffe, dass der ein oder andere Spot dabei ist, den ihr noch nicht kennt. Wir fotografieren natürlich die Stadtsilhouette, Architektur, aber auch Natur und Tierfotografie, also bis in die blaue Stunde hinein. Es gibt ganz viel zu erleben in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Jetzt anfange zu fotografieren, möchte ich euch noch zeigen, mit welcher Ausrüstung ich arbeite. Ich habe mich für eine Kamera und zwei Zoom-Objektive entschieden, also bin ultra kompakt unterwegs. Bei der Kamera handelt es sich um die Alpha 7 IV, also den aktuellen Topmodell der 7er-Reihe, einem Alleskönner mit einem leistungsstarken Sensor, einer sehr guten Ausstattung, also die Kamera hat bei uns super abgeschnitten. Bei den Objektiven handelt es sich um das 16-28-2.8 von Sigma und den 28-70 von Sigma, jeweils mit Offenlende 2.8, also sehr leistungsstarke Objektive, die haben ebenfalls im Test schon sehr gut abgeschnitten. Und genau, mit dieser Ausrüstung bin ich unterwegs. Ich habe noch ein sehr kompaktes Reisestativ dabei und das ist es dann auch schon. Ich stehe hier immer noch in der Nähe vom Dom und möchte ihn möglichst kreativ einfangen. In der Nacht hat es ordentlich geregnet, also es ist feinstes Novemberwetter gerade. Und ich war hier auf der Suche nach Pfützen, um den Dom mit einer Spiegelung einzufangen, bin aber hier auf das ja noch nasse Auto gestoßen. Und hier kann man die Spitzen des Doms ganz gut in der Motorhaube spiegeln. Also ich habe jetzt gerade das 16-28 drauf, ja, Ultraweitwinkel und kann hier eben den Dom ganz gut einfangen. Ein bisschen anders, als man es vielleicht auf den klassischen Fotos kennt. Zu den Kameraeinstellungen. Ich fotografiere wie so oft mit der Zeitautomatik, also Blendenvorwahl. Die habe ich eben auf eine Blende von 5,6 gestellt. ISO-Automatik und ja, die Zeit wird eben dann entsprechend von der Kamera gesteuert. Ich habe das Einzel-AF-Messfeld ausgewählt und fokussiere dann eben auf den Dom, um den dann möglichst scharf abzubilden. Und ich fotografiere in JPEG und in RAW. Das heißt, ich lasse mir noch die Möglichkeit, wenn ich eben sehe, okay, hier und da ergibt es noch die Möglichkeit, was zu verbessern oder da und da ist es nötig, dann habe ich eben mit dem RAW die Möglichkeit, daran noch zu schrauben. Genau, ansonsten ist es das. Das ist so der erste Fotospot, den ich empfehlen kann. Die Straße heißt Burgmauer. Könnt ihr einfach hochlaufen und seid deswegen schon ja, ein bisschen erhöht, habt deswegen weniger stürzende Linien. Also ist ganz schöner Blickwinkel auf den Dom, wie ich finde. Was fotografiert ihr eigentlich am liebsten? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann kommen wir auch schon zu dem zweiten Fotospot und das sind die bunten Stapelhäuschen. Die möchte ich ganz gerne mit den bunten Farben des Baums hier vorne und den Sonnenstrahlen einfangen und nehme euch einfach mit. Ja, gucken, was draus wird. Ich habe immer noch das 16-28 drauf, also das Weitwinkelzoom und werde jetzt im oberen Bildbereich die Blätter, die auch noch gerade von der Sonne angestrahlt werden, platzieren, darunter dann die bunten Häuschen und anders als bei dem Bild gerade, also mit diesen stürzenden Linien bewusst spielen. Ich denke, das kann man auch ganz gut immer mal abwechseln und ja, je nach Lust und Laune dann eben das Bild komponieren. Auf dem Weg zur Hohenzollernbrücke, dem nächsten Klassiker hier in Köln, ist mir dieser Baum aufgefallen. Den möchte ich ganz gerne mit dem Dom in Szene setzen, denn die Blätter hier leuchten so schön im Sonnenlicht. Und das mache ich wie folgt. Ich gehe relativ nah an die Blätter ran, fotografiere mit Blende 2.8, also sehr offenblendig, und kann dann eben den Dom mit den Herbstfarben kombinieren. Gleichzeitig ist der Himmel aufgerissen, also das schöne Blau gibt einen super Kontrast mit dem Gelb der Blätter. Ja, das macht Spaß. Und genau, jetzt gehe ich weiter auf die Hohenzollernbrücke und werde da ja den wohl bekanntesten Klassiker hier in Köln fotografieren. Angekommen auf der Hohenzollernbrücke haben wir natürlich das klassische Motiv, das jeder kennt, die Schlösser auf der Brücke und den Dom im Hintergrund. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten. Wir können die Brücke als Linienführung nutzen, um den Blickwinkel auf den Dom zu lenken, der dann scharf im Bild ist. Wir können aber auch eins der Schlösser raus
suchen und das fokussieren und den Dom in der Unschärfe verschwimmen lassen. Beides möchte ich jetzt mal ausprobieren. Und genau, legen wir direkt los. Ich habe jetzt auf das Standard-Zoom 28 bis 70 mm gewechselt. Da kann ich ja ebenfalls mit offenen 2.8 arbeiten und werde das Geländer jetzt nutzen, um ja eben eine Blickrichtung vorzugeben und den Dom optimal in Szene zu setzen. Das Ganze mit etwas verstauchter Perspektive, also diese 70 mm, um eben so einen engen Bildwinkel direkt Richtung Dom herzustellen. Arbeitet ihr auch gern mit Offenblende 2.8 oder sagt ihr so bei so Architektur, da muss auf jeden Fall von vorne bis hinten alles scharf sein? Schreibt auch das gerne mal in die Kommentare. Und ich habe es gerade schon gesagt, ihr könnt euch natürlich auch die Schlösser raussuchen und die fokussieren. Dann verschwindet der Dom in Unschärfe, wenn ihr dann eben mit Offenblende arbeitet. Ich fotografiere jetzt hier mit 70 mm Brennweite und Offenblende und dann verschwindet der Dom eben in einer schönen Unschärfe. Auch hier macht das Klappdisplay wieder Spaß, also ihr könnt ohne und durch den Sucher gucken zu müssen, einfach so aus der Hand fotografieren und den Fokus dann über den Joystick der Kamera wunderbar positionieren. Auf dem Weg zurück in die Stadt noch ein paar Worte zum Bildausschnitt. Ich finde, dass Motive wie dieses hier sich perfekt anbieten, um eben hochkant zu fotografieren. Denn da kann man die Bildecken wunderbar nutzen, um eben Linien wie das Geländer oder hier die Brücke eben in das Bild reinlaufen zu lassen. Und ja, probiert das auf jeden Fall mal aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt gleich geht's weiter mit dem nächsten Motiv. So, das Fahrrad ist abgestellt und hier bin ich auch jetzt direkt an einem Fotospot, den ich angepeilt habe. Also der Blick nach oben. Und ich finde diese Perspektive immer ziemlich cool und es ist nicht weit entfernt. Also ihr fahrt vom Dom vielleicht eine Viertelstunde mit dem Fahrrad hoch in den Mediapark und könnt jetzt jederzeit fotografieren. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Ich werde jetzt natürlich wieder auf das Weitwinkelobjektiv wechseln und die nächsten Kameraeinstellungen werde ich euch dann jetzt gleich zeigen. So, das Weitwinkelobjektiv ist jetzt auf der Kamera drauf. Das ist übrigens innen gezoomt. Also wenn ihr hier mal drauf schaut, da tut sich am Tubus nichts. Das ist ein ganz nettes Feature, wie ich finde. Darum soll es aber jetzt im Detail gar nicht gehen, sondern um, wie gesagt, den Blick nach oben. Und auch hier kommt wieder das Klappdisplay wunderbar zum Einsatz. Ich fotografiere anders als gerade jetzt mit einer geschlossenen Blende, also schalte hier um auf Blende 11 und checke jetzt mal die Kameraeinstellungen. Kann also über das Klappdisplay hier wunderbar fotografieren. Und auch hier könnt ihr wieder mit den Linien arbeiten, also die Linien der Gebäude aus den Bildecken kommen lassen, spielt damit gerne mal rum und probiert's einfach mal aus. Was mir gerade beim Fotografieren noch auffällt, ist, ihr könnt hier wunderbar sowohl quer als auch im Hochformat fotografieren, also das Motiv ist sehr vielseitig. Ja, ihr könnt an den Scheiben Spiegelung erzeugen, ihr könnt aber auch eben, wie gerade schon gesagt, mit den Strukturen der Gebäude spielen und die aus den Bildecken laufen lassen und so euer Bild optimal komponieren. Die Drittelregel spielt hier natürlich auch wieder eine Rolle. Ihr könnt aber auch zentriert arbeiten. Ja, probiert hier einfach mal unterschiedliche Sachen aus. Und das Coole am Mediapark ist nicht nur, dass ihr hier jederzeit fotografieren könnt, sondern dass der Park euch auch ultra viele Möglichkeiten bietet, eben so spannende Architekturaufnahmen zu machen. Ich werde jetzt genau das machen und noch ein bisschen rumlaufen und verschiedene Blickwinkel suchen, um eben hier tolle Architekturfotos zu machen. Die Einstellungen bleiben etwa gleich, also ich werde weiterhin mit dem Weitwinkelzoom arbeiten und ja zwischen 16 und 28 mm Brennweite hier variieren. Und ein paar Bilder blende ich euch wie immer jetzt ein. An den Mediapark grenzt der August-Sander-Park, also eine große Grünfläche. Und von dem Park aus kann man den Fernsehturm wunderbar sehen und den möchte ich jetzt auch mit Herbstfarben in Szene setzen. Dafür wechsle ich nochmal auf das Standard-Zoom und werde den dann mit verlängerter Brennweite eben dann abbilden. Ich arbeite auch hier mit unterschiedlichen Einstellungen. Also ich fotografiere mal offenblendig, mal mit geschlossener Blende. Ich habe im Nachhinein ja immer noch die Möglichkeit, mir das beste Motiv, die beste Belichtung eben rauszusuchen am Rechner und werde auch hier mal mit der Distanz zum Baum spielen, also mal ein bisschen weiter weggehen, ein bisschen näher rangehen und dann eben am Rechner auswählen, welches Bild mir am besten gefällt. Ja, ich entscheide mich eindeutig für die Aufnahme, die ein bisschen weiter weg entstanden ist. Das gefällt mir persönlich am besten mit den schönen goldleuchtenden Blättern im Vordergrund und eben
im Fernsehturm, im Hintergrund. Aber jetzt genug Architektur fotografiert. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich werde auch ein bisschen Natur und ein bisschen Tiere fotografieren. Und dafür werden wir jetzt nach Lindenthal fahren, in den Tierpark. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier oben im Norden auch in den Zoo zu gehen. Auch die Flora ist empfehlenswert. Genau, der Tierpark ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und das Coole an Köln ist ja, dass ihr alles mit dem Rad machen könnt. Also ihr seid super mobil. Ihr könnt natürlich auch die KVB nehmen, müsst dann vielleicht ein bisschen Wartezeit einplanen, weil eine Bahn wieder ausgefallen ist oder Bus. Genau, das funktioniert mit dem Fahrrad wunderbar. In einer Viertelstunde sind wir da und dann geht's weiter. Und da sind wir auch schon im Lindenthaler Tierpark, im Stadtwald. Und hier warten euch ganz viele Ziegen. Es gibt ganz viele Vögel, Dammwild, Rinder, Esel. Also ganz viel zu sehen, tolle Motive. Ich fotografiere mit dem Weitwinkelzoom, pack aber auch gleich mal das Standardzoom drauf. Hier lohnt sich natürlich auch wieder die Offenblende 2.8, um die Tiere eben möglichst freizustellen. Und ja, genau das werde ich jetzt mal machen. Soweit der Kurzeinblick hier in den Tierpark in Lindenthal. Jetzt geht's wieder auf Richtung Innenstadt bzw. andere Rheinseite. Da werden wir versuchen, das letzte Licht des Tages, ihr seht schon, die Sonne geht langsam unter, noch einzufangen. Und ich setze mich jetzt wieder aufs Rad und fahre Richtung Innenstadt. Jetzt bin ich hier auf der Severinsbrücke angekommen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, denn hier ist es relativ laut mit den ganzen Autos und der KVB, die da gerade fährt. Warum bin ich hier? Zur Weihnachtszeit steht hier immer ein Riesenrad und das ist ein tolles Motiv in Kombination mit dem Dom und dem Licht aktuell. Was nicht so cool ist, sind die Baustellen, die man da auf dem Bild dann auch gleich sehen wird. Aber daran lässt sich nichts ändern. Der Blick in die andere Richtung ist auch super empfehlenswert. Also wenn ihr auf die andere Straßenseite wechselt in Richtung Rheinauhafen, fotografiert die Kranhäuser. Das ist ein toller Blickwinkel. Kann ich also auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe jetzt das 70 mm bzw. 28-70 Standardzoom drauf und fotografiere eben bei 70 mm Brennweite, geschlossene Blende, diese Automatik, das ist die ganz normale Zeitautomatik, wie sonst auch den Tag wieder. Genau, dann werde ich gleich Richtung Pollerwiesen fahren, da können wir dann auch gleich nochmal die ganze Szenerie aufnehmen, also Kranhäuser und Dom bei dem Licht. Ich freue mich, dass wirklich noch die Sonne rausgekommen ist. Heute Morgen sah es ein bisschen schwieriger aus. Aber genau, schauen wir mal, was wir gleich noch einfangen können. Angekommen auf den Pollerwiesen geht es um genau diese Aussicht. Das werden wir jetzt fotografieren. Ich habe wieder das 28-70 drauf, fotografiere auch gerne hier bei Offenblende 2.8. Ist aber natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ich habe den weich gezeichneten Vordergrund ganz gerne im Bild. Aber genau, das kann jeder machen, so wie er möchte. Der Blick ist auf jeden Fall empfehlenswert. Auch mit dem Fernsehturm, die Kranhäuser, das Riesenrad. Leider haben wir jetzt hier halt den Kran, aber das ist halt zu verschmerzen. Und auch hier habt ihr wieder ganz viele Möglichkeiten zu fotografieren. Entweder zum Beispiel hier am Ufer, je nachdem wie der Schiffsverkehr ist, bilden sich ja auch so kleinere Wellen. Die könnt ihr mit reinnehmen und mit einer etwas längeren Belichtungszeit für die Dynamik sorgen. Es haben sich in den letzten Tagen auch hier Pfützen gebildet. Also hier kann man auch wieder mit Spiegelungen arbeiten. Schaut einfach mal, wenn ihr hier seid, was ihr für Möglichkeiten habt. Es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Und ihr seht schon hier ganz viele Pfützen auf dem Weg am Rheinufer entlang. Und das werden wir uns zunutze machen, ähnlich wie heute Morgen. Da habe ich ja auch schon die Spiegelung gesucht. Und genau das werde ich jetzt hier auch machen. Also ich gehe wieder auf eine tiefe Position. Und werde dann versuchen, den Dom und auch die Kranhäuser doppelt aufs Bild zu bringen. Und hier sind wir dann auch schon angekommen an dem letzten Fotospot für heute, den Triangelturm hier in Deutz mit einer wahnsinnigen Aussicht auf das Stadtpanorama von Köln. Ich werde mir jetzt gleich hier einen Platz suchen. Ich habe das Glück, dass hier fast gar nichts los ist. Im Sommer sieht es hier auf jeden Fall anders aus. Da solltet ihr auf jeden Fall genügend Zeit einplanen, euer Stativ auch dann dort aufzustellen, wo ihr es aufstellen möchtet. Ich habe jetzt hier einen Spot gefunden und zwar genau diesen.
Ich habe mich entschieden für ein Hochformat, werde die Hohenzollernbrücke von rechts unten ins Bild laufen lassen, so eine Linienführung Richtung Dom geben, der sich im Drittelaufbau eben im oberen Drittel befindet. Ein Drittel Himmel, ein Drittel ist halt die Stadt und dann das nächste Drittel ist der Rhein. Und ich bin gespannt, ob jetzt gleich die Wolken noch angestrahlt werden. Das ist noch ein bisschen unsicher, ob wir dann noch ein bisschen Farbe in den Himmel bekommen. Das wäre natürlich ein Traum. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Habt ihr noch weitere Fotospots, die hier jetzt gerade in dem Video gefehlt haben? Ich bin mir sicher, da fehlen noch einige. Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann das nächste Mal einschaltet. Mir hat dieses etwas andere Video Spaß gemacht. Ist das erste dieser Art auf diesem Kanal. Tolle Kombi A74 mit den beiden Objektiven von Sigma. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.